Hi, Carsten Bros. BMW E87 123D 204, 205 PS, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Er hat das Problem, dass er während der Fahrt anfängt, hat ein sehr starkes, nagelndes Verbrennen. Er schüttelt sich auch bei Volllast und wenn man voll aufs Gaspedal tretet, hat er ein Ruckeln während der Fahrt. Motorlampe ist nicht an. Aber im Kaltstart ist es sehr, sehr deutlich zu hören, dass meiner Meinung nach ein Injektor defekt war oder ist. Natürlich bleibt dann, kann man eine Diagnose nicht überspringen. Wir haben dann jetzt einmal den Tester angeschlossen. Und dann habe ich natürlich einmal die Injektoren überprüfen lassen. Das kann man ja hier online machen. Ich gucke mal hier gerade einmal den Fehlerspeicher auf. Motor D7 für N47. Genau. Das hat jetzt die deutsche, englische Sprache übernommen. Ganz kurz im Moment. FC, Motor, zack, zack. D7, N47. So. Jetzt gehen wir einmal in den Fehlerspeicher. Fehlerspeicher Nummer 1. Wird gelesen. So, dort haben wir natürlich schon mal 7 Fehler hinterlegt. Wow. Partikelfiltersystem. Ja, wird langsam voll. Dreiklappe, Plausibilität. Okay. Der Fehler war bislang noch nicht drin, der ist auch erst neu gekommen, also werden wir wahrscheinlich da auch was neu machen müssen. Viel wichtiger ist aber ein Fehler, der auch dann vorhanden war. Na komm, scroll runter. Power Management Batterie, okay. So, die DE Hauptrelais und dann einmal. Na komm, da haben wir ihn doch. Laufruheregler, Korrekturmenge zu hoch. So, sprich Korrekturmenge zu hoch, ein Injektor ist dann wahrscheinlich platt. Das schreibt dann sogar der Fehlerspeicher schon automatisch hin. Anteil des aktuellen Zylinder individuellen Korrekturmenge für Zylinder 1, 2, 3 und 4. Und hier sieht man die Entzündfolge, die eingespritzte Menge. Und wie man sehen kann, 6 Milligramm Hub plus hat der erste Zylinder. Und der letzte Zylinder versucht das natürlich dann auszugleichen, wieder mit minus 4,39. Was sagt uns das? Zylinder 1 natürlich defekt, Injektorschaden, sprich also Injektor muss ersetzt werden. Zu empfehlen ist es natürlich dann direkt alle 4 Injektoren auszutauschen oder zumindest die 2 Injektoren zu wechseln, die dann halt auf eine, also in der Zündfolge arbeiten, sprich 1 und 4, 2 und 3. Wir könnten jetzt hier auch eine Korrekturmenge durchführen. Das Problem aber leider ist, selektive Mengenkorrektur, ja, 3 ist möglich, aber wir haben leider eine zu hohe Motortemperatur, weil der Motor schon betriebswarm ist. Ich starte ihn mal noch trotzdem. Ah, doch, funktioniert. Okay. So, das sind jetzt die Korrekturmengen. Im ersten Blick warmen Zustand sind die in Ordnung, ist aber falsch. Im kalten Zustand ist der Zylinder 1 total im roten Bereich. Ne? Er zeigt dann 6 Plus an, somit muss er ersetzt werden. Gut. Wie man sehen kann, der Motor startet auch einwandfrei. Normalerweise hat man Fehlerprobleme wie zum Beispiel einen schlechten Motorstart. Der Verbrauch erhöht sich natürlich auch oder das Fahrzeug springt überhaupt nicht mehr an mit einem Injektor. Hier neben Glück läuft das Fahrzeug noch, aber ja, Leistung ist nicht vorhanden. Somit muss das einmal neu. Wir zeigen euch diesmal, wie wir jetzt an diesem E87 einmal den Injektor Zylinder 1 wechseln. So, Gott sei Dank ist es der Zylinder 1. Da reicht ja einfach dazu, wenn man die Abdeckung hier entfernt. Und dann schon haben wir hier das Common Rail, das Railrohr. Über das Railrohr gelangt der Sprit dann halt auf den Injektor oder in den Injektor. Zylinder 1, 2, 3 und 4, wie in der Reihenfolge zu sehen. Hier haben wir eine Rücklaufleitung, die müssen wir einmal aushängen, lösen dann einmal die Dieselleitung, Zufuhrleitung, Stecker können wir auf jeden Fall schon mal abstecken und dann einmal die Torx-Schraube da oben oder Venus-Schraube da, Sternschraube einmal lösen
Und dann sollte der Injektor herauskommen. Sollte, jetzt ist das Problem. Er ist jetzt betriebswarm, das macht es etwas einfacher. Es gibt aber auch gute Injektorlöser, die kann man dort reinsprühen. Ne? Hab ich in der Regel auch schon erledigt. Von Liquimolli oder ähnliches. Einfach reinsprühen, kurz einwirken lassen. Sollte es dann nicht möglich sein, den Injektor rauszubekommen, gibt es natürlich Spezialwerkzeug. Das wird dann hier auf das Gewinde von dem Injektor aufgeschraubt. Ja, nennt sich so ein Aufziehwerkzeug oder auch Wichser genannt. Ne? Dann haut man den Injektor nach oben heraus. Ne? Durch Schlagbewegungen nach oben, die man halt so kennt. Geil. Gut, also lösen das einmal alles und dann versuchen wir den Injektor da rauszubekommen. So, schrauben wir jetzt hier erstmal die Leitung auf. Wir messen mal direkt am Rail an. Vorsicht, liegt wohl etwas Kraftstoffdruck mit an. Ne? Nicht, dass euch das etwas ins Gesicht spritzt. Kurz lösen, dass der Druck nachlassen kann. Das auch schon dasselbe Spiel dann hier auch an dem Injektor. Auch einmal lösen. Dann können wir die Leitung hier schon mal entfernen. Zack. So. So hebelt man jetzt einmal diesen die Rücklaufleitung aus, also sprich, man fährt hier mit einem Flachschraubendreher zwischen die Lippe und unter diese große Hutmutter nach unten und zieht die einmal nach oben. Und schon ist jetzt die Rücklaufleitung gelöst. Und wenn ihr den Injektor erneuert, bitte auch den O-Ring hier erneuern. Oder der sollte zumindest mit neu dabei sein, denn wenn der undicht ist, hat man hier eine große Sauerei und das Fahrzeug verliert Unmenge an Diesel. Deswegen ist es wichtig, einmal diesen O-Ring zu erneuern. So, jetzt sind wir soweit, dass wir natürlich dann hier einmal die Schraube lösen können. Ihr solltet dann darauf achten, wenn ihr jetzt den Injektor da rauszieht, dass da jetzt nichts reinfällt, sonst gelangt das alles natürlich in die Brennkammer und das wäre nicht so schön. Ne? Am besten jetzt mal abblasen. So, auf Wunsch des Kameramanns sogar noch einmal abgeblasen. Jetzt. Wir lösen jetzt vorsichtig einmal die Schraube. Schraube sollte ersetzt werden. Das ist bei diesen Schrauben auch wichtig, da es Dehnschrauben sind. Viele empfehlen dann sogar dann noch einmal auch den Haltebügel zu erneuern. Ich denke, das ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber die Schraube auf jeden Fall. So. Was? Mit dem bloßen Finger, ne? Was etwas Temperatur ausmacht, braucht man kein großartiges Werkzeug, um was Lösemittel halt auch viel ausmacht, ne? Wenn man halt dort Tage vorher schon einspritzt, bekommt man den Injektor dann auch wunderbar herausgezogen. Ja, sieht ja scheiße aus. Ja, vorne halt ziemlich verkorkt. Schraubenloch auf jeden Fall einmal ausblasen und Injektorloch ebenfalls, ne? Schön ordentlich sauber machen. So sollte es dann natürlich ausschauen. Ne? Einmal schön komplett sauber. Ne? So gehört sich das. Genau. Jetzt haben wir hier den neuen Injektor. Das kommt meistens in der Regel auch ein Prüfbericht. Genau. Das ist ja auch schon, ne? Vom Boss einmal geprüft. Sind halt general überholt Injektoren. So ein Injektor beim 1.23D ist nicht gerade günstig, da er die 5.35D Injektoren hat. Ja, im Austausch glaube ich 200 Euro hat er gekostet. Im Austausch, ja. Ach, diese Gummikappe. Oh, so, ja, wie man sehen kann, ist da ein neuer O-Ring schon drauf. General überholt ist er auf jeden Fall. Und ganz wichtig, auf jeden Fall Kupferdichtscheibe. Die sollte auf jeden Fall neu sein. Ne? Die alte sollte aber auch nicht drin sein. Darauf achten, wenn ihr den Injektor ausbaut, dass die mit herausbekommt. Aber in der Regel fallen sie nicht mit raus. Aber kommt dran, von wo die Kupferdichtringe sind. Viele Kupferdichtringe haben auch so eine extra eine Aussparung oder extra eine Nase. Dann bleiben die hier dran hängen. Aber gut, müssen wir gleich aufpassen. Vielleicht könnte man hier gleich minimal irgendwas, eine Paste anbringen, dass die hier nicht gleich falsch reinfällt. Ne? Und hier drin reinschmeißen zuerst den
den Ring und dann, ja, genau, oder so. Für den Einbau gibt es auch ordentlich Montagepaste für Injektoren, damit diese halt nicht festgammeln. Empfehle ich auch, einmal schön hier auftragen, einschmieren und dann reinsetzen. Und dann bekommt derjenige beim nächsten Ausbau natürlich keine Probleme und kriegt den Injektor sofort raus. So, Einbau erfolgt jetzt ungefähr in der Reihenfolge. Schön eingeschmiert. Werfen ihn auch jetzt wieder hier rein. Ausrichten. So, darauf achten, dass wir das Ding jetzt nicht zerstören. Die Halterung hat er jetzt in dem Bereich. Ne, die kommt jetzt hier oben drauf. Bevor jetzt, mein Fehler, bevor jetzt das jetzt zusammenbaut, natürlich einmal den IMA-Code abfotografieren. So, ich mache mal kurz ein Licht. Das ist dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-stellige Nummer. Hier, das sind Buchstaben und Zahlen. Die müsst ihr euch auf jeden Fall aufschreiben. Sonst seht ihr die danach nicht mehr. Und die müssen wir dann natürlich im System nochmal wieder dem Motorsteuergerät anlernen. Denn der IMA-Code regelt den Betriebsdruck, Arbeitsdruck an dem Injektor. Das Steuergerät kann durch diesen Code errechnen, mit welchem, ja, mit wie viel Bar halt so ein Injektor arbeitet, schließt etc. Ne? Das ist halt ganz wichtig, dieser Code. Der muss auf jeden Fall nochmal neu angelernt werden, am besten auch sofort, nicht erst rumfahren damit. Denn es könnten auch Schäden könnten nicht, jetzt nicht unbedingt dazu führen, aber das Fahrzeug könnte halt auch sehr, sehr komisch laufen danach. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, diesen Injektor sofort anzulernen. Den O-Ring sollte man natürlich etwas hier geschmiert haben mit Schmiertfett. Wenn wir hier jetzt einmal das Ding anbringen, einfach nur noch mal drauf und dann den Stecker hier noch mal wieder drauf drücken. So, das werden wir jetzt mal festmachen, bevor wir jetzt hier den Injektor nicht einmal natürlich festgezogen haben. So, neue Schraube dann anbringen, beidrehen von Hand und die Schraube wird dann in zwei Stufen festgezogen, sprich mit zweimal Drehmomenten. Einmal 8 Newtonmeter und dann einmal 26 Newtonmeter. Das dann auch bitte mit Gefühl anziehen. So, wie man sehen konnte, waren das so gesehen eigentlich fast 90 Grad oder sogar 90 Grad. Auch von Hand erstmal zentrieren. Von Hand dann auch wieder komplett beidrehen. Und damit Hersteller vorgegeben im Drehmoment festziehen. Stecker anbringen. Und das war's. Jetzt haben wir erfolgreich einen Injektor gewechselt. Und jetzt kommt der zweite wichtige Teil. Wir gehen jetzt an den Tester und tragen dann den abfotografierten IMA-Code wieder ins Motorsteuergerät ein. Und so, wenn der neue Injektor verbaut ist, Regel Nummer 1, entlüften. Da geht man vor, indem man einfach hier nochmal die Überwurfmutter öffnet. Jemand setzt sich in Fahrzeug, startet dann den Motor. Und sobald hier diese rausläuft, während dem Orgeln nochmal wieder zudrehen. Und dann sollte der Motor auch anspringen. Das ist die leichteste Variante, um einmal halt den Injektor und auch das Raildruck hier zu entlüften. So, wenn das soweit erledigt ist, können wir dann natürlich jetzt hier nochmal alles zusammenbauen. Was wir jetzt natürlich noch durchführen müssen, wie schon erwähnt, Injektor anlernen, IMA-Code, IMA-Abgleich nennt sich das auch. Wir haben ja schon mal nochmal unseren Tester bereitgelegt. Kann man mit Impam machen, wir machen das gerne hier. Gutmann, dazu auf Diagnose, Kodierung, Einspritzventile kodieren. DDE Steuergerät, Motorsteuergerät, Daten werden geladen. Warten kurz einen Moment, bekommt man auch immer schön die Batterie angezeigt, 12,3 Volt aktuell, das reicht vollkommen, ohne dass sie jetzt noch einbricht. Injektoren kodieren, wenn die Injektoren ersetzt wurden, dann müssen anschließend die entsprechenden Injektorcodes im Steuergerät neu kodiert werden. Die Markierung befindet sich auf dem Injektorkopf, habe ich euch gezeigt, ne, 7-stelliger Code bei BMW. Ich habe hier dann jetzt ein Foto gemacht von dem neuen Injektor. So, da haben wir einen Buchstaben. So, alle aktuelle Kodierdaten jedes Injektors notieren und ausdrucken. So, ausdrucken muss man jetzt nicht unbedingt. Injektor 1, 2, 3 und 4 ist einmal aufgelistet. Dann haben wir einmal Injektor 1, das ist der alte Code ASA47WF.
Und der neue Code ist 6HGV4EF. So, Doppelklick auf den aktuellen Code. Und dann haben wir den Code einmal da. Rauslöschen. Und den neuen einmal schön HGV4EF. Enter. So, ist hinterlegt. Auf jeden Fall vergleichen, ob es nochmal passt. Ja, perfekt. Und dann einmal auf Bestätigen und Überschreiben. So, Gutmann-Testung, der überschreibt jetzt einmal im DDE-Steuergerät, dem Motorsteuergerät die Codes. Muss man gleich hier die Parameter aufmachen und schauen, wie das dann hier aussieht. Gehen dann hier einmal auf Parameter, Motor, Motorsteuergerät, auswählen, Daten werden geladen, Verbindung wird aufgebaut. Dauert auch ein kurzer Moment. Na komm schon. So. Mengenkorrekturzylinder 1, 2, 3 und 4. Ich setze mich mal kurz rein und starte einmal das Fahrzeug. So, er läuft schon mal. Können wir auf Start drücken. Jetzt bekomme ich hier einmal die Werte angezeigt. Der letzte Wert ist das uninteressante, das ist Rußpartikelfilterregenerierung, aber hier einmal Mengenkorrekturzylinder 1, 2, 3 und 4. Ne? Vorher war ja der Zylinder 1 auf, laut Fehlerspeicher auf 6, plus 6 sogar. Ne? Und Zylinder 4 hat dann das versucht mit minus 4,2 auszugleichen. Jetzt haben wir auf Zylinder 1 minus 2,8 und Mengenkorrekturzylinder minus, ne, plus 1,5. Ne? Die versuchen sich gegenseitig immer auszugleichen, ne? Sprich, läuft einer rau, also läuft einer minus, versucht der andere gegenüber halt mit plus wieder auszugleichen, damit es so weit wie möglich auf null kommt. Und wie man hier sehen kann, haben wir hier das Diagramm, das läuft dann halt schön gerade. Ne? Sollten da jetzt irgendwas nicht passen, würde das Diagramm da herumspringen, aber soweit passt das schon mal. Gut, das war eine kleine Diagnose und ein Austausch bzw. Tutorial, wie man einen Injektor an einem 123D wechselt. Solltet ihr noch Fragen haben, Videokommentar da lassen, folgt uns auf Instagram, Facebook und als Unterstützung Abo da lassen. Wir sehen uns ein nächstes Mal, euer Carve Sepp Bros. Peace. Yeah.